Die 12 zum Gruße und herzlich willkommen im Travia-Tempel von Torval. Es ist einer der zahlreichen Versuche, doch mal wieder ein DSA-Let's Play mittels DOSBox und Fraps auf die Beine zu stellen. Es ist noch ein Versuch, den ich jetzt unternehmen werde und ich hoffe, diesmal klappt alles. Es gab immer wieder mal Probleme, aber okay. Man möchte die Leute ja eigentlich nicht mit dem begrüßen, was einem nicht so gut gefallen hat, sondern eigentlich mit dem, was einem gefällt. Und das Erste, was mir gefällt, ist, wir werden eine Elfe in unsere Gruppe aufnehmen, namens Kailana. Und ich habe mir jetzt eine ganz kurze Geschichte dazu ausgedacht. Das ist jetzt in meinen beschränkten Möglichkeiten, wie ich hier Rollenspiel und Action-Roleplay bzw. Strategie-Rollenspiel miteinander verbinden werde. Wir kennen ja noch diese Hintergrundgeschichte vom letzten Mal und haben ja dieses Tagebuch gefunden, das Tagebuch dieses Horasias. Und das ist ja gar nicht lange her, dass der sich hier auch in diesem Travia-Tempel aufgehalten hat, beziehungsweise dass er sich hier in der Stadt aufgehalten hat. Und dieses Tagebuch ist also Kailana in die Hände gefallen auf ihrem Weg nach Torval und sie konnte damit jetzt nicht so wirklich viel anfangen, weil ihr diese Schrift, die sie dort vorfand, einfach zu Badok war. Badok ist ein Wort der Elfen, das gerne benutzt wird, um die Menschen zu beschreiben, und soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, heißt Badok auch so viel wie Rundohr, denn die Elfen haben ja bekanntermaßen spitze Ohren. Sie geht also zu der größten Ansammlung von Menschen, die sie noch gerade mit ihrer Psyche aushandeln kann, denn eigentlich ist sie doch eher scheu, aber sie hat das im Gefühl, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass sie dieses Tagebuch gefunden hat und sie möchte etwas mehr Aufklärung haben. Und sie sieht in der Nähe des Travia-Tempels noch eine größere Ansammlung von Menschen, die sich dort zusammengefunden haben. Es ist gerade Spätsommer, es ist relativ warm und sie entdeckt dort zwei sehr blasse und akademisch wirkende Menschen oder Rundohren, könnte man jetzt vielleicht sogar sagen. Nämlich einen Magier namens Handor aus dem Süden, ein Verwandlungsmagier, und einer Kampfmagierin namens Zadine aus dem nicht allzu fernen Andergast, das ganz in der Grenzregion zu Torval liegt. Und sie geht auf diese beiden Akademiker vor, die ja auch als Menschen noch am sympathischsten erscheinen, und fragt sie, ob sie denn etwas mit diesem Tagebuch anfangen können, das sie dort gefunden hat. Und in der Tat ist es so, dass ihr diese beiden Magier vorlesen können, was darin steht, und ein tapferer Recke aus dem Horasreich wird sofort hellhörig, als er hört, dass offenbar eine Gruppe Rondra-gefälliger Krieger, beziehungsweise vor allen Dingen eines Rondra-gefälligen Kriegers aus dem Horasreich, verschollen ist in der alten Zwingfeste in Torval. Sein Name ist Streitwart und er möchte sofort wissen, worum es genau geht, lässt sich die Geschichte von Handor, Zadine und Kailana dann in etwa erzählen und fordert diese drei sofort auf, ihm zu helfen, seinen Landsmann und die anderen Helden aus der alten Ugdalf, wie diese Zwingsfeste auch genannt wird, zu befreien. Als es darum geht, dass sich dort unten in dieser Zwingfeste auch das ein oder andere wertvolle Gerümpel befinden könnte, werden auch zwei andere Gestalten hellhörig, nämlich eine Streuerin Andrea aus dem doch etwas ferneren Bornland, das ist also etwas weiter nordöstlich, und ein Zwerg des kleinen Volkes namens Kurglim. Beide bieten sich spontan dazu an, natürlich aus dem einen Grund, um dieser tapferen Heldengruppe zu helfen und sie aus der alten Ugdalf zu befreien, auf der anderen Seite natürlich aber auch, um sich wohl einen entsprechenden Anteil an einer möglichen Beute zu sichern. Nun, eigentlich ist das erstmal so der einzige gemeinsame Nenner, auf den diese Gruppe doch eher bunt zusammengemischter Leute erstmal kommt. Und kurz nachdem sie den Travia-Tempel in Torval verlassen haben, übernimmt auch schon die straßenkundige Andrea das Kommando und löst Kailana erstmal ab. Auch die beiden Magier reihen sich erst etwas mal hinter dem Krieger ein, um auch so ein bisschen untereinander über die anderen Leute in der Gruppe reden zu können. Und nun, es ist gerade passenderweise Markt in Torval. Warum geht man an so einem schönen Tag, wie es heute ist, nicht mal kurz auf den Markt und schaut sich nochmal um sich noch das entsprechende Rüstzeug zu besorgen?
Wie gesagt, das ist die Geschichte, die ich mir überlegt habe, die noch einen halbwegs sinnigen Charakter hat in meinen Augen. Wenn ihr euch eine bessere Geschichte ausdenken könnt, dann schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich immer über sowas. Oder schreibt sie mir in der persönlichen Nachricht. Ich antworte auch gerne. Wir schauen erstmal auf dem Marktplatz in das Sortiment des Waffenhändlers und sehen, dass da eigentlich nicht so viel an der Reihe ist, aber doch immerhin ein hübsches Schuhwerk für uns. Wie wäre es mit einem paar Schuhe für jeden von uns? Das brauchen wir nämlich. Hintergrundinformationen zum Spiel, das hat nämlich nicht jeder von Anfang an. Okay. Andrea sagt, lasst mich das mal machen. Ich kenne mich da mit dieser Geschichte ziemlich gut aus. Sie ist versiert im Feilschen und sagt, junger Mann, also diese Schuhe da, die sehen ja ganz nett aus, aber sind wir mal ehrlich, die stabilsten sind sie auch nicht und für den Winter werden sie wahrscheinlich auch nicht halten. Da brauchen wir dann bestimmt wieder neue. Ich würde sagen, wir handeln hier ein bisschen 30% runter und dafür nehmen wir die Schuhe mit. Okay, der Händler sagt ziemlich erbost, bei den 12 Göttern, wie könnt ihr es nur wagen, mir so ein Angebot zu machen? Legt noch was drauf! Okay, dann versuchen wir doch mal mindestens noch 15% rauszuschlagen. Andrea, wie sieht's denn aus? Etwas, wie würde man sagen, vielleicht verwirrt von dieser ganzen Falschaktion, die sich ja eigentlich nur um ein paar Groschen drehte, sagt dann der Händler, nun gut, ihr bringt mich noch ins Grab, aber ihr sollt das Zeug haben. Er ist zufrieden, verabschiedet sich und wir gehen dann auch gleich weiter, verteilen aber erstmal die Schuhe an unsere anderen Kollegen. Und so sieht das dann aus, wenn man Gegenstände hat bei DSA. Ihr seht also, jeder Held hat so eine gewisse Ausrüstung dabei. Und Andrea zieht diese Schuhe auch direkt mal an. Man klickt die dann einfach mit der Maus an und verteilt sie rein. Ach so, ich sollte vielleicht noch sagen, ich mache dieses Let's Play jetzt nicht in erster Linie für Leute, die DSA schon kennen, sondern ich mache es natürlich vor allen Dingen auch für die Leute, die mal so ein bisschen in die Welt des schwarzen Auges eintauchen wollen. Das heißt, ich versuche recht viel zu erklären. Ich hoffe, das ist nicht zu viel für die Leute, die sich schon damit auskennen. Und ich hoffe, es ist auch nicht zu wenig für die Leute, die sich noch nicht so gut damit auskennen. Also, seht's mir bitte nach. Falls es euch langweilt, dann schreibt's mir doch bitte. Und dann werde ich versuchen, da nochmal so einen goldenen Mittelweg zu finden. Aber ich finde es halt, es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, um sich auch mal so ein bisschen mit der Welt des schwarzen Auges auseinanderzusetzen. Es ist sehr atmosphärisch, es hat eine sehr hohe Tiefe und ich glaube, es ist halt noch relativ simpel gehalten vom Charakter, weil es halt noch das dritte Regelwerk ist. Das dritte Regelwerk nur für alle, die das Spiel noch nicht kennen. Ich glaube, aktuell ist sogar schon das fünfte. Also als ich noch gespielt habe, war das vierte Regelwerk aktuell. Und das dritte ist, man könnte mal so sagen, das ist noch ein bisschen simpler gehalten. Also man hat nicht so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. Aber auf der anderen Seite kann man vielleicht ein bisschen schneller einsteigen und sich einen spannenden Helden zusammenstellen. Genau das versuchen wir natürlich auch hier mit unserer Gruppe, die ziemlich viele Aspekte von DSA eben abdeckt. Wir haben den Streuner für die gesellschaftlichen Talente, den Zwerg für die handwerklichen, den Krieger natürlich für das Kämpferische. Und wir haben die beiden Magier für die Magie natürlich. Die Elfe haben wir vor allen Dingen für die Naturtalente dabei. Auch als Naturkundige eben hier in dieser Gruppe wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wir laufen jetzt gerade, achso, nur falls ihr das jetzt nicht so mitbekommen habt, aber wir laufen gerade so ein bisschen durch die Stadt und gucken uns so alles an. Und Andrea ist eine sehr gassenkundige Streunerin, die sich hier also sehr gut auskennt und die auch nicht das erste Mal in Torwall ist, sie war schon öfter hier. Und wir suchen jetzt erstmal einen Gemischtwarenhändler, würde ich mal sagen, um uns noch so ein bisschen auszurüsten für unsere Abenteuer, die wohl noch kommen werden. Und, was finden wir denn da? Da sind wir ja wohl in das falsche Haus gelaufen, sagt Andrea und schüttelt den Kopf und entschuldigt sich natürlich direkt. Der Mann sagt, nach allem, was ich gehört habe, ist man hier seines Lebens nicht mehr sicher. Zum Glück seht ihr nicht orkisch aus, meint ein großer Mann mit einem Grinsen im Gesicht, als er auf euer Klopfen die Tür öffnet. Da kann man nur hoffen, dass der Hetman ein paar furchtlose Helden findet. Warum meldet ihr euch nicht für diese Arbeit? Ach, der Hetman sucht Leute? Interessant. Vielleicht ist da ja für uns was dabei. Könnten wir mal überlegen, sagt Streitwart. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja noch eine Abenteurergruppe retten. Und hier finden wir auch Ardo Störrebrand, Grasberg, der uns als Gemischtwarenhändler
mit doch eher Apothekenpreisen ans Herz gelegt wurde. Wir schauen uns erstmal so ein bisschen in dem Laden um und gucken mal, was wir da so finden. Ich würde sagen, jeder kriegt erstmal ein kühles Bier. Das erscheint mir doch irgendwie sinnig. Wenn man in Thorwall ist, muss man doch ein kühles Bier trinken, oder? Und wir besorgen uns mal so 5 Kletterhaken. Das wurde ja auch erwähnt in diesem Tagebuch, das Kailana gefunden hat. Und dementsprechend sollten wir das vielleicht auch uns besorgen. Da nehmen wir uns vielleicht noch, ich würde sagen, wir nehmen mal eine Laterne mit. Eine Decke brauchen wir noch nicht, die brauchen wir, sobald wir diese Stadt verlassen. Und wir nehmen noch ein Seil, das brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben übrigens auch noch kein Seil. Ein Zunderkästchen, um Feuer zu machen. Und ich würde sagen, wir nehmen noch 2 oder 3 Flaschen Lampenöl mit. Kurglim meint außerdem, dass wenn man ein wohl allem Anschein nach brüchiges Gemäuer unter Tage aufsucht, dass man wohl mit einer Schaufel gut beraten sei. Also nehmen wir die gleich auch noch mit. Und einen Wurfhaken sollten wir auch noch benutzen, damit wir vielleicht einen steilen Hang dort unten oder eine Geröllhalde gut hinaufklettern können. Und außerdem noch so ein bisschen für den Realitätsfaktor besorgen wir uns auch noch eine Schriftrolle für unsere Magierin namens Zadine, die nämlich arg darauf erpicht ist, gegebenenfalls die Ereignisse, die sich hier so zusammentragen, aufzuschreiben und ein bisschen Tagebuch zu führen und gegebenenfalls auch eine Karte anzufertigen. Und das ist also jetzt genau das, was wir vorhaben. Wir haben diese Sachen gekauft. Und ich denke mal, wir feilschen ein bisschen. Andrea sagt, guter Mann, wir sind hier in einem wichtigen Auftrag unterwegs. Und wir werden hier eine verschollene Abenteurergruppe retten. Die werden euch das sicherlich auch doppelt und dreifach zurückzahlen, wenn wir erzählen, dass wir hier bei euch die Ausrüstung zusammengesucht haben, die wir für ihre Rettung gebraucht haben. Lasst uns doch etwas nach von diesem Preis. 19 Dukaten erscheint mir etwas viel. Und der Händler ist etwas grummelig und sagt, bei den 12 Göttern, wie könnt ihr es nur wagen, mir so ein Angebot zu machen? Legt noch was drauf. Versuchen wir es doch einfach mal mit einem Drittel an dieser Stelle. Und Andrea versucht nochmal so ihren Charme in die Waagschale zu werfen. Und der Händler sagt, ihr bringt mich noch an den Bettelstab, aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Und er ist damit einverstanden und wir zahlen statt der 19 Dukaten nur 13. Oh, und ich habe vergessen, irgendjemandem Schuhe anzuziehen, sehe ich da gerade. Oder habe ich zu viel Schuhe gekauft? Nein, Zadine hat noch keine Schuhe. Okay. Ihr seht übrigens, dass jetzt gerade Andrea das ganze Zeug eingesteckt hat und das hat jetzt nichts mit ihrem Goldgierwert zu tun. Wir werden mal auf jeden Fall erstmal jedem sein Bier in die Hand drücken. Und schauen wir mal gerade, eine Laute oder sowas, das habe ich jetzt nicht gekauft. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Und ich denke mal, wir gehen nachher noch in eine schöne Kneipe. Vielleicht kriegen wir da auch noch das eine oder andere Bier. Ne, Moment mal, die Proviantpakete behalten wir. Hier, das brauchen wir auf jeden Fall. Lampenöl, Laterne, Zunderkasten. Dann trägt Zadine außerdem noch die Kletterhaken. Braucht sie die? Das Seil geben wir mal Kurglim. Und die Hacke geben wir ihm auch noch am besten. Und Streitwart schultert diese Schaufel für die Gruppe. Mal hier die Sachen ein bisschen ordentlich sortieren, bitte. Ist schon besser. Und wir haben noch den Wurfhaken, der ist jetzt nicht wirklich schwer, den kann also Andrea an der Stelle auch noch nehmen. Und das Schriftzeug wollte ja gerne Zadine haben, damit sie hier ein paar Sachen aufschreiben kann. Wunderbar. Naja, irgendwie hat meine DOS-Box jetzt gerade ein bisschen gehangen. Kailana meint, wir sollten auf jeden Fall noch bei einem Kräuterhändler vorbeischauen. Und Zadine sagt, ich habe da schon mal von einem gehört hier in der Ecke. Der ist ziemlich, ziemlich gut. Oh, das ist er nicht. ja, wir wollten nicht zu dir, guter Mann. Wir wollten den Kräuterhändler aufsuchen. Ach, der ist ein Haus weiter oben, sagt Andrea ganz verwirrt. Und
Wir gehen mal zu Mina Mosporeiken und Kailana sagt, wenn ihr euch wirklich auf ein Abenteuer vorbereiten sollt, dann solltet ihr unbedingt diese vierblättrigen Einbeeren mitnehmen. Das sind sehr, sehr wichtige Heilkräuter, die man nach einem Kampf wirklich gut gebrauchen kann. Und dann schlägt sie vor, dass wir doch einfach mal für jedes Mitglied in der Gruppe 6 vierblättrige Einbeeren kaufen. Das wären 36 Stück. Und während der Rest dieser Truppe gerade so die Waren begutachtet, geht Andrea zu der Kräuterhändler hin und sagt, und leg mir noch so eine Flasche Krötenschemelgift drauf, denn ein bisschen Gift kann man als Streuner immer ganz gut gebrauchen, gerade wenn man es hier mit zwielichtigen Gestalten zu tun hat. Und dafür wird sie auch nur versuchen, einen wesentlich geringeren Betrag beim Feilschen hier rauszuhandeln. Sie sagt, und guck mal hier, wir lassen ja jetzt immerhin 46 Dukaten hier, das ist doch schon mal eine ganze Menge und wir sind wirklich echt arme Recken, die gerade erst ins Abenteurerleben starten. Willst du mir nicht hier das Ganze ein bisschen billiger geben? Fex wird's dir danken. Und die Händlerin lässt sich drauf ein, sagt, ihr bringt mich noch an den Bettelstab, aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Und statt der 46 Dukaten zahlen wir nur 28. Das ist doch auch schön gelaufen. Dann kriegt jeder Held direkt mal 6 Einbeeren. Diese vierblättrigen Einbeeren heilen übrigens, wenn man sie verkonsumiert, Lebensenergie in der Höhe eines sechsseitigen Würfels, das heißt maximal 6, minimal einen Lebenspunkt. Und seht mir bitte noch nach, dass wir momentan noch eher so in der Ausrüstungsphase stecken, aber das muss man unbedingt machen vor so einem Abenteuer und ich muss ja auch sagen, ich spiele das hier ja jetzt nicht blind, sondern ich habe das halt schon mehrfach gezockt. Kenne mich also so ein bisschen aus. Ich weiß also noch, dass man diese Dinge am Anfang wirklich sehr gut gebrauchen kann. Sie sind nicht so teuer und wir geben sie unseren Helden direkt hier in die zweite Hand, damit wir sie in einem Kampf direkt bereit haben, falls wir mal viel Lebensenergie verlieren. Kuglim übrigens auch. Und Andrea nimmt die auch. Wir brauchen übrigens auch noch ein paar Ersatzwaffen, mein Streitwart, nur für den Fall, dass unsere Säbel schartig werden könnten. Und wir reden doch mit der guten Frau, mit der Mina Musporeiken, vielleicht ist es auch ein Mann. Wir sagen mal Hallo. Den Zwölfen zum Gruße, edle Reisende. Was wünscht ihr? Ich würde mal sagen, euer Laden wurde uns wärmstens empfohlen. Ihr seid an der besten Adresse für jegliche Kräuter und Tinkturen. Mein Laden ist berühmt im ganzen Land. Jungs, ich glaube, hier sind wir goldrichtig. Bevor ihr mir sagt, was ihr möchtet, wollte ich euch noch etwas sagen. Gullmond findet man auf der Strecke von Fexkehr zum Einsiedlersee. Aha, das ist doch mal ein guter Tipp. Das schreibe ich mir direkt mal auf meinen schlauen Zettel auf. Gullmond. Nur falls wir das mal suchen, Gullmondblatt ist ein Kraut, das die Kraft der Helden vergrößert und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Kann man auch immer mal gebrauchen. Also Fexkehr Einsiedlersee. Fexkehr Einsiedlersee. Also ich werde mir das immer mitnotieren, wenn irgendwelche wichtigen Informationen vermittelt werden. Wir verlassen den Laden. Und, oh, was ist denn das hier für ein Tempel? Das sieht mir nach einem Fex-Tempel aus, meint Andrea. Und es ist dann doch der Pareine-Tempel. Sie hat sich geirrt, der Fex-Tempel ist weiter südlich. Hier wollten wir eigentlich nur kurz vorbeischauen, vielleicht der Göttin mal die Aufwartung machen. Laufen wir noch etwas weiter südlich. Und jetzt sind wir doch wohl gleich beim Fex-Tempel angekommen. Genau, dort ist er, der Fex-Tempel von Thorwald. Und weil uns Fex heute hold gewesen ist und wir eine ganze Menge Geld seines wegen gespart haben. Fex ist übrigens der Gott der Diebe und der Gott der Händler, also genauso wie Hermes in der griechischen Mythologie. Spenden wir ihm direkt mal 10 Silberstücke. Denn, dass wir so viel gespart haben, verdanken wir ihm und wir beten ein kleines bisschen. Auch wenn diese Bitten jetzt nicht erhöht werden, sie sind irgendwie ja doch erhört worden. Okay, wir haben ja heute eine ganze Menge Kohle gespart. Gut, es ist jetzt quasi so Nachmittag, wäre doch damit eigentlich die beste Zeit für ein Bier, meint Handor jetzt an dieser Stelle, der ist nämlich auch mal als Magier einem kühlen Pilz nicht abgeneigt. Muss ja nicht immer der Zwerg sein, der Saufbold ist, hier um den Klischees zu entsprechen.
Und Streitwart sagt, ja, aber vorher gehen wir noch beim Waffenhändler vorbei. Grollo, Sohn des Gumbald, von dem hat Kurglim schon mal was gehört und Andrea, Zardino, Handor und Streitwart in dem Tagebuch auch schon mal was gelesen. Der wurde uns ja empfohlen, Andrea hat sich so ein bisschen rumgefragt und wir stehen jetzt bei ihm im Laden und gucken mal, was der gute Mann so an Ausrüstung für uns hat. Wir brauchen erstmal 20 Pfeile für unsere Elfe. 20 Pfeile klingt jetzt viel, aber glaubt's mir, das geht schneller weg, als man denkt. Fast jeder Held von uns hat noch einen Dolch, wir müssen die also jetzt auch nicht alle irgendwie, wir müssen jetzt nicht alle irgendwie diese Dolche behalten oder irgendwelche kaufen am Ende sogar. Wir kaufen stattdessen, es gibt unterschiedliche Kriegsbeile. Es gibt auch noch eine Skraja, eine Hiebwaffe für den Zwerg vielleicht nur ganz geeignet. Der kämpft aber eigentlich eher so mit Äxten, was haben wir denn so? Wie wäre es denn mit einem normalen Kriegsbeil? Nehmen wir mal doch das, das ist ja relativ günstig. Ist auch nicht so teuer. Warum gibt es eigentlich zwei unterschiedliche? Das weiß ich jetzt an der Stelle auch nicht, aber unserer Elfe besorgen wir noch so ein Kurzschwert, würde ich sagen, falls sie mal keine Waffe mehr bei der Hand hat. Und für Andrea besorgen wir uns noch eine Stichwaffe. So ein Degen ist natürlich toll, aber vielleicht ist auch so ein Florett ganz angebracht. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Geld ausgegeben. Wir brauchen noch für Andrea und Kurglim jeweils einen Waffenrock. Oh, wir haben gar nicht so viel Geld. Na, dann müssen wir jetzt gut feilschen. Wir kaufen noch jeweils einen Waffenrock für die Knaben, damit die nicht ganz so unausgerüstet sind, denn die haben momentan gar keinen Rüstungsschutz und so ein Waffenrock ist doch dann mal Mindestvoraussetzung. Ich würde sagen, wir feilschen erstmal mit dem guten Mann und Andrea wirft nochmal ihren Charme in die Waagschale und sagt, guter Mann, wir brauchen das hier für eine ganz dringende Mission. Außerdem haben wir schon gehört, dass der Hetman auf der Suche nach Helden ist. Da werden wir natürlich auch später allen anderen Reisenden, denen wir begegnen, im Auftrage des Hetmans erzählen, dass wir uns bei dir ausgerüstet haben. Das ist doch auch ein bisschen was wert, oder? Und der gute Mann lässt sich drauf ein und gibt uns das Zeug für die Hälfte. Wir haben aber auch gelesen in dem Tagebuch, dass seine Preise wohl sehr gesalzen sind und insofern ist es jetzt auch wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass er uns diesen Nachlass gewährt, denn er hat seine Waren doch einfach mal so ein bisschen höherpreisig angesetzt. Ja, so eine Krötenhaut, das wäre noch was, mein Streitwart, das wäre vielleicht noch ein bisschen besser als mein Lederharnisch sogar, aber es ist halt auch eher eine Rüstung für die Nordmänner. Andrea würde das vielleicht am besten sogar noch stehen. Wollen wir tatsächlich einen Zweihänder für unseren guten Streitwart? Ich würde eher sagen, wir belassen es erstmal bei dem Schwert, das er momentan mit sich rumführt und haben ja zur Not noch ein Kurzschwert bei Andrea, das wir ihm geben können. Vielleicht geben wir ihm später mal einen Zweihänder oder geben wir ihm jetzt sogar schon einen. Ich meine, wir haben keine 20 Dukaten mehr, die das Ding kostet, ne? Ja, also feilschen wir nochmal für den Waffenrock. Gleiches Muster wie vorhin und wunderbar, wir kriegen es ein bisschen billiger. Sehr schön. Verkaufen wir jetzt noch die Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Also wir verkaufen, Andrea verkauft ihren Dolch. Und Streitwart verkauft auch seinen Dolch. Mit der Aussicht darauf, einen Zweihänder zu bekommen. Zardino und Handor behalten ihren Dolch. Aber Kailana verkauft immerhin noch ihr Messer. Und wie viele Waffenröcke haben wir denn und so weiter? Alles klar, okay. Dann falsch mir doch mal. Und Andrea sagt, hier, guter Mann, das Zeug ist so gut wie neu. Da ist so ein bisschen was drin. Fex sei mir gnädig, ich lasse mich doch von euch nicht ausplündern. Verlangt etwas weniger. Okay, ist ja schon gut. Wie wär's mit 25%? Naja, okay, gut, er will nicht falschen an der Stelle, dann lassen wir das. Es freut mich immer mit euch Geschäfte zu machen, sagt der gute Grollo. Und hat doch dem Image eines hat doch jetzt hier seinem Image doch tatsächlich ein bisschen widersprüchlich, sich seinem Image nicht ganz so entsprechend verhalten. Vorher war er ja immer sehr großzügig. Wir geben Kailana erstmal diese 20 Pfeile. Und Streitwart wird erstmal das Kurzschwert in Verwahrung nehmen. Und Andrea kriegt mal statt ihrem Hemd diesen Waffenrock.
Also so ein Waffenrock ist jetzt keine schwere Rüstung. Kriegt der Zwerg jetzt übrigens auch. Und er kriegt auch noch sein Beil. Und das Bier stellen wir nochmal hier rüber. Denn das Gift und das Bier wollen wir nicht so in direkter Nähe aufheben. Und dafür kriegt sie noch ihr Florett, die gute Frau. Statt dem Rapier. Den behält sie aber als Zweitwaffe. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, verkauft Andrea mal dieses Hemd, was wir noch übrig haben. Ach, Schreitwart hat das. Okay. Ja, fälschen wir doch mal für 50% nochmal. Naja, okay, gut. Komm, wir schenken es dir dann für ein Silberstück. Fast geschenkt, fast geschenkt. Fast geschenkt. Gut. Und haben wir schon Hunger? Wir gucken mal gerade nach. Ach ja, so ein bisschen. Jetzt nicht so wirklich viel, ne? Auf Maraskan fällt schon wieder ein Sack Reis um. Das heißt, so viel wie, es ist überhaupt nichts passiert. Maraskan ist eine weit, weit entfernte Insel und wenn dort ein Sack Reis umfällt, dann kümmert das vermutlich keinen. Insofern ist das hier eigentlich eine Gag-Meldung, die nicht so wirklich ernst zu nehmen ist. Das sieht mir doch ganz nach dem Svafnir-Tempel aus. Und das ist er tatsächlich. Und wir werden mal ganz kurz hier unseren Spielstand speichern. Das sollte man öfter mal machen, das Spiel crasht hin und wieder mal. Oder zumindest hat es das früher getan, wie das heute ist, weiß ich nicht so ganz. Ich habe übrigens gehört, dass hier noch ein Waffenhändler in der Nähe sein soll, mein Streitwart, und klopft mal hier an die Tür von Liskolf dem Leisen. Vielleicht hat der einen Zweihänder zu etwas niedrigerem Preis im Angebot. Schaut nochmal nach. Ein Zweihänder gibt es nicht, dafür gibt es ein Bastardschwert für gerade mal 13 läppische Dukaten. Das kaufen wir doch direkt, mein Streitwart, denn Geld in Waffen ist immer gut investiert, vor allen Dingen, wenn es darum geht, diese Gruppe zu schützen. Und Andrea lässt nochmal ihren Charme spielen und versucht mit ihm etwas zu feilschen. Aber ich würde sagen, 30% ist doch machbar, oder? Ach Mist, er will nicht feilschen, okay. Ich muss an der Stelle übrigens sagen, jetzt so zur Spielmechanik, wenn ihr das jetzt selber mal spielen wollt und ihr habt nicht so viel Geld und ihr wollt das nicht irgendwie rollenspielmäßig ausknobeln, dann geht hin und feilscht mit den Leuten zuerst für 50 und dann für 49%. Also meistens lassen sie sich auch noch auf 49 ein. Okay, aber das werde ich jetzt hier natürlich in dem Spiel nicht machen, weil das ist doch ein bisschen atzlig. Und da gibt es auch diverse Tricks, wie man sich damit Geld besorgen kann. Das könnt ihr euch ja ganz einfach ausrechnen. Man geht zum Kräuterhändler, kauft 100 Einbeeren und feilscht 50% beim Kauf und feilscht dann nachher nochmal 50% beim Verkauf. Dann hat man einen schönen Gewinn erwirtschaftet. Suchen wir noch eine Taverne. Denn die Gruppe hat jetzt mal so ein bisschen Durst, es ist ja immerhin Sommer und es ist heiß. Ist denn hier eine? Das könnte doch glatt der Fall sein. Und wir sind in der Taverne Betrunkener Kaiser und die Frage ist, bestellen wir uns schon was zu essen? Wir bestellen uns erstmal was zu essen. Für 26 Silberstücke werdet ihr hier alle satt, sagt der freundliche Mann an der Bar und dann sagen wir doch mal okay. Zwar bekommt ihr hier nicht gerade ein Festessen, aber es ist auf jeden Fall gute Hausmannskost, das ist doch schön. Jetzt können wir hier in dieser Taverne auch Talente anwenden und ich würde sagen, Andrea juckt's in den Fingern, die will sich ein bisschen Geld zusammen gaunern und möchte gerne falsch spielen. Ah, sie ist ertappt, alle Gäste gehen wild auf euch los. Euch bleibt nichts anderes übrig, als die Taverne auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Okay, wunderbar. Dann hauen wir da mal ganz schnell ab. Und die Nacht ist ja noch jung, suchen wir uns eine andere Kneipe. Ach, das ist eine Gaststätte, okay. Zum brünstigen Eber, so sah der Typ irgendwie auch aus. Gucken wir mal weiter, was wir da noch finden. Wie sieht's denn hier aus? Glücklicher Zechpreller, na, wenn das mal kein gutes Vorzeichen ist, meint Andrea. Und will direkt nochmal ihr Fallspieltalent ausprobieren, um ein bisschen mit den Leuten zu zocken. Und die ertappen uns schon wieder und schmeißen uns direkt raus. In was für einer Welt leben wir denn hier, sagt Andrea, ganz ungläubig. Also wirklich, da will man nur ein bisschen Karten mit den Leuten spielen, wird sofort rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob das Fallspiel hier illegal ist, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls gehen wir mal in die nächste Kneipe, die heißt Steile Treppe und Kailana möchte ein bisschen Flöte spielen und versucht mal damit ein bisschen was zu gewinnen. Oh, ach herrje, das ging wohl daneben, die Leute hier scheinen genug von der Vorstellung zu haben. Jetzt müssen wir da auch raus, wenn aus jeder... Leute, ich kann es auch direkt sagen, das ist mir auch noch nie passiert, wir werden ja aus jeder Kneipe rausgeschmissen. Okay, dann mache ich jetzt hier an der Stelle mal Schluss mit dem Part für heute.
Es geht im nächsten Teil weiter, wenn wir versuchen, eine Kneipe zu finden, aus der wir nicht rausgeschmissen werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Die Zwölfe mit euch.